Der Abgrund. Nach dem Roman von David Baldacci. Es spricht Ulrich Pleitgen. Webb London besaß ein halbautomatisches SR-75-Gewehr, das ein legendärer Waffenschmied für ihn maßgeschneidert hatte. Webb verließ sein Haus niemals ohne dieses durchschlagkräftige Spitzenprodukt der Waffenkunst, denn er war ein Mann, der mit der Gewalt lebte. Er verfügte über zahlreiche ungewöhnliche Eigenschaften, aber Todessehnsucht gehörte nicht dazu. Vor etwa 5 Jahren hatte er 1 oder 2 Liter Blut verloren, bevor er auf dem Boden der Turnhalle einer Schule zusammenbrach, die bereits mit Toten und Sterbenden übersät war. Durch die abgedunkelten Scheiben des Einsatzwagens eines Suburban beobachtete Webb jede Menschenansammlung an den Ecken und jede verdächtige Gruppe in den dunkleren Seitenstraßen. Während sie weiter in feindliches Territorium vorstießen, kehrte Webbs Blick zur Straße zurück. Er wusste, dass jedes Auto ein getarntes und schwer bewaffnetes Fahrzeug sein konnte. Webb sah sich zu den 6 anderen Männern um, die neben ihm kauerten. Der Suburban setzte sich in Bewegung, bog um eine Ecke und hielt an. Webb wusste, dass es das letzte Mal war. Die Funkstille wurde gebrochen, als Teddy Reiner in sein Knochenmikrofon sprach, das auch als Mick bezeichnet wurde. Charlie an TOC, sagte Reiner. Erbitten Einsatzfreigabe und Erlaubnis, auf Gelb zu gehen. Über sein Mick hörte Webb die knappe Antwort des Tactical Operations Center der taktischen Einsatzzentrale. Verstanden, Charlie 1, halten Sie sich bereit. Nach der in Webbs Welt gültigen Farbenlehre bezeichnete Gelb die letzte Deckungsposition, Grün war die kritische Zone, mit Einsatzfreigabe wurde die Erlaubnis eingeholt, notfalls Menschen erschießen zu dürfen, obwohl es klang, als würde man seinen Chef fragen, ob man eine Maurerkolonne auf die Baustelle schicken durfte. Wieder wurde die Funkstille gebrochen. TOC an alle Einheiten, Sie haben Einsatzfreigabe und Erlaubnis, auf Gelb zu gehen. Webb rückte ein Stück näher an die Hecktüren des Suburban heran. Er bildete die Vorhut und Roger McCallum war die Nachhut. Jim Davis war der Pionier und Reiner der Anführer der Gruppe. Big Cal Plummer und die 2 weiteren Kämpfer Lou Patterson und Danny Garcia standen bereit. Er sah, wie Danny Garcia sich bekreuzigte, was er vor jedem Einsatz tat. 5 Sekunden später sprangen die Türen auf und die Gruppe stürmte nach draußen in die Nacht. Normalerweise fuhren sie direkt bis zum Ziel und sprengten sich den Weg frei, aber in diesem Fall war die Logistik etwas komplizierter. Verlassene Autos, abgeladene Kühlschränke und andere sperrige Gegenstände blockierten den direkten Zugang. Jetzt meldeten sich die Scharfschützen vom X-Ray-Team über Funk. Ein Stück weiter befanden sich Menschen auf der Straße, aber sie gehörten nicht zu der Gruppe, auf die Webb Jagd machte. Zumindest machte es nicht den Eindruck, aber man wusste ja nie. Geduckt rannten Webb und das Charlie-Team die Straße entlang. Die 7 Mitglieder des Hotel-Teams waren von einem Wagen auf der gegenüberliegenden Seite des Blocks abgesetzt worden, um das Ziel von links hinten anzugreifen. Sie erreichten die Gruppe, die die Scharfschützen beobachtet hatten. Es waren Schwarze, Latinos und Asiaten, alles Drogendealer, die sich nun erschrocken umdrehten. Angesichts der ehrfurchtgebietenden Front aus Waffen und Kevlar fielen alle Junkies bis auf einen auf die Knie und bettelten darum, nicht erschossen oder verhaftet zu werden. Webb konzentrierte sich auf den einzigen jungen Mann, der stehen geblieben war. Er hatte sich ein rotes Tuch um den Kopf gewickelt, das seine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gang demonstrierte. Der Junge hatte eine Taille wie ein Tänzer und Schultern wie eine Hantel. Eine abgeranzte Turnhose hing ihm tief im Schritt und ein ärmelloses Shirt spannte sich um seinen muskulösen Oberkörper. Außerdem stand eine himmelhohe Überheblichkeit in seinen Gesichtszügen. Webb musste stillschweigend anerkennen, dass ihm der Rapper-Look sehr gut stand. Der Junge mit dem Kopftuch trug ein Messer bei sich, aber damit hatte er keine Chance gegen Kevlar und Maschinenpistolen. Also ließen sie ihm das Ding. Webb blickte zu den Dächern hinauf. Die Scharfschützen waren Webbs beste Freunde, weil er viele Jahre lang selber einer von ihnen gewesen war. Das Leben eines Scharfschützen hing immer zwischen 2 Extremen. Man stand vor der Aufgabe, die beste Schussposition zu finden, bei der man selbst möglichst gut gedeckt war, und diese beiden Anforderungen waren manchmal einfach nicht in Einklang zu bringen.
Wenn man entschied, einen Schuss abzugeben, bedeutete das, dass jemand sterben würde. Und man war sich niemals sicher, ob der eigene Tod eine Rolle in dieser Gleichung spielte oder nicht. Die wichtigsten Schüsse jedoch, mit denen Webb als Scharfschütze zu tun gehabt hatte, waren jene gewesen, die er nicht abgefeuert hatte. So war es in diesem Job. Es war kein Job für Leute mit schwachen Nerven oder durchschnittlicher Intelligenz. Webb bedankte sich stumm bei den Scharfschützen, die dort oben die Stellung hielten, und lief weiter die Straße entlang. Als nächstes stießen sie auf ein Kind. Einen Jungen, vielleicht 9 Jahre alt, der ohne Hemd auf einem Betonbrocken saß. Weit und breit war kein Erwachsener in der Nähe. Der aufziehende Sturm hatte die Temperatur um mindestens 10 Grad gesenkt und das Quecksilber fiel weiter. Trotzdem trug der Junge kein Hemd. Webb fragte sich, ob er jemals eins trug. Der Junge sah ihn unverwandt an. Im flackernden Schein der einzigen Straßenlampe, die aus irgendeinem Grund noch funktionierte, zeichnete sich die Gestalt des Kindes überdeutlich ab. Webb bemerkte den zu schlanken Körper und die bereits verhärteten Muskeln in Armen und Schultern und an den hervortretenden Rippen, die an die Rindenwucherung über einer alten Verletzung eines Baumes erinnerten. Auf der Stirn des Jungen verheilte ein Messerschnitt. Ein runzliges Loch in der linken Wange rührte von einer Kugel her. Daran gab es für Webb keinen Zweifel. »Donnerhall«, sagte der Junge mit erschöpfter Stimme. Dann lachte er. Es war eher ein meckerndes Lachen. Die Worte und das Lachen klangen in Webbs Kopf wie angeschlagene Becken nach. Er spürte sogar ein Kribbeln auf der Haut. Er hatte schon viele Kinder gesehen, für die es keine Hoffnung gab. Aber dieses Mal ging in seinem Kopf etwas vor sich, das er nicht einschätzen konnte. Vielleicht machte er diesen Job schon zu lange, obwohl jetzt alles andere als der geeignete Zeitpunkt war, um darüber nachzudenken. Webbs Finger verharrte in der Nähe des Abzugs, während er an der Spitze der Gruppe mit federnden Schritten weiterlief und versuchte, das Bild des Jungen aus seinem Kopf zu verdrängen. Ein massiger Mann von 1,80, so hätte Webb jeder beschrieben, der ihn sah, zumindest früher. Heute konzentrierten sich die meisten ganz auf den Zustand seiner linken Gesichtshälfte, beziehungsweise dessen, was davon noch übrig war. Wenngleich erstaunlich war, wie gut sich heutzutage zerstörte Körperteile rekonstruieren ließen. Bei günstiger Beleuchtung war fast nichts mehr von dem alten Einschusskrater zu bemerken, der durch einen wieder aufgebauten Wangenknochen und sorgsam verpflanztes Hautgewebe eingeebnet worden war. Wirklich beeindruckend, hatten alle gesagt. Alle. Bis auf Webb. Am Ende der Straße hielt die Gruppe wieder an und ging geduckt zu Boden. Direkt neben Webb hockte Teddy Reiner. Über sein drahtloses Knochenmikrofon kommunizierte Reiner mit der Einsatzzentrale und meldete, dass Charlie auf Gelb stand und die Erlaubnis benötigte, auf Grün zu gehen, die kritische Zone zu betreten, was in diesem Fall lediglich eine fantasievolle Bezeichnung für die Haustür war. Webb schloss die Augen und stellte sich vor, wie die nächste Minute ablaufen würde. Sie würden zur Tür stürmen, Davis an der Spitze, damit er den Sprengsatz anbringen konnte. Die anderen würden ihre Blendgranaten locker in der schwachen Hand halten. Reiner würde die unsterblichen Worte Charlie auf Grün an die TOC übermitteln, die wie immer mit Bereithalten, wir haben die Kontrolle, antworten würde. Webb ärgerte sich jedes Mal über diesen Satz, denn wer hatte wirklich die Kontrolle über das, was sie taten? Zuverlässigen Quellen zufolge befand sich im Gebäude, das sie stürmen sollten, die komplette Finanzverwaltung eines großen Drogenkonzerns, der seine Zentrale in der Hauptstadt hatte. Zur potenziellen Beute des heutigen Tages gehörten Buchhalter und Erbsenzähler, die zu wertvollen Zeugen für die Regierung werden konnten, wenn es Webb und seinen Männern gelang, sie lebend herauszuholen. Deshalb hatte man Webbs Team zum Einsatz gerufen. Sie waren darauf spezialisiert, Leute zu töten, die es nötig hatten, aber sie waren auch verdammt gut darin, andere Leute am Leben zu lassen. Zumindest so lange, bis diese Leute eine Zeugenaussage machen konnten, um sich für einen längeren Zeitraum ein wesentlich größeres Übel vom Hals zu halten. Erneut meldete sich die taktische Einsatzzentrale über seinen Kopfhörer und gab das Okay, durch die Vordertür zu stürmen. Und genau in diesem Moment erstarrte Webb London. Seine Gruppe verließ die Deckung und ging auf Grün, stieß in die kritische Zone vor, nur Webb nicht.
Es war, als würden seine Gliedmaßen nicht mehr zu seinem Körper gehören. Als würde man einschlafen und auf einem Arm oder Bein liegen, bis man aufwachte und feststellte, dass dieser Körperteil von der Blutzirkulation abgeschnitten war. Er konnte nur reglos zusehen, wie das Charlie-Team angriff. Dieser Hinterhof war als letzte größere Gefahrenzone unmittelbar vor dem kritischen Punkt identifiziert worden. Die Männer beschleunigten ihren Vorstoß. Keiner von ihnen schien zu bemerken, dass Webb nicht bei ihnen war. Sein Körper war schweißüberströmt, als er seine Muskeln gegen das ankämpfen ließ, was ihn zurückhielt. Webb schaffte es, sich langsam zu erheben und zögernd ein paar Schritte zu gehen. Seine Füße und Arme schienen in Bleimanschetten zu stecken. Sein Körper brannte und sein Kopf drohte zu platzen, als er sich wankend ein Stück weiter vorwagte. Er erreichte den Hof, dann ließ er sich zu Boden fallen, während sich sein Team weiter von ihm entfernte. Teddy Reiner ging als erster zu Boden. Sein Sturz dauerte 2 Sekunden, aber er war bereits tot, bevor diese 2 Sekunden verstrichen waren. Auf der anderen Seite kippte Cal Plummer um, als wäre er von der Streitaxt eines Riesen gefällt worden. Webb sah hilflos zu, wie schwere Munition zunächst auf Kevlar und dann menschliches Fleisch traf, bis alles vorbei war. Es war irgendwie nicht richtig, dass gute Männer so schnell starben. Webb war immer noch gelähmt. Seine Glieder reagierten einfach nicht auf die Bitten seines Gehirns, sich in Bewegung zu setzen. Dann drang der Lärm einer Schießerei an seine Ohren und schien seinen Kopf zu klären. Er verspürte den unwiderstehlichen und wahnsinnigen Drang, mit der Hand in das Inferno hinaufzugreifen. Stattdessen griff er an seinen Gürtel, öffnete eine kleine Tasche und zog das Infrarotsichtgerät heraus. Damit enthüllte sich selbst in finsterster Nacht eine komplette Welt, die für das unbewehrte Auge unsichtbar war. Es bildete die Wärmesignatur ab, die in nahezu jedem lebenden oder nicht lebenden Objekt brannte. Obwohl er die Schützen auch mit dem ISG nicht sehen konnte, nahm Webb nun die Dampfspuren wahr, die die Geschosse in die Luft zeichneten. Und er stellte fest, dass das Feuer aus 2 unterschiedlichen Richtungen kam. Vom Mietshaus direkt voraus und von einem heruntergekommenen Gebäude genau rechts von ihm. Als er dieses Gebäude durch das ISG betrachtete, sah er nur zerbrochene Fensterscheiben. Und dann bemerkte Webb etwas, das ihn noch mehr erstarren ließ. Das Mündungsfeuer blitzte gleichzeitig hinter allen Fenstern auf. Die Schüsse wanderten ein Stück zur Seite, hielten ein paar Sekunden lang inne, dann bewegten sie sich zurück. Die Läufe der Waffen, die er nicht sehen konnte, vollführten einen genau festgelegten Schwenk. Als das Feuer erneut einsetzte, rollte sich Webb auf den Bauch und starrte durch das Sichtgerät auf das Gebäude, dem ihr Angriff gegolten hatte. Auch hier gab es in einem niedrigeren Stockwerk eine Fensterreihe, hinter der das Feuer mit der gleichen synchronen Abfolge aufblitzte. Jetzt erkannte Webb die langen Läufe der Maschinengewehre. Im ISG zeichneten sich die Umrisse der Waffen ziegelrot ab, da sie durch die Unmengen von abgefeuerter Munition glühend heiß geworden waren. Doch im Wärmebild tauchte keine menschliche Silhouette auf. Wenn sich irgendein menschliches Wesen in der Nähe befunden hätte, wäre es Webbs ISG nicht entgangen. Ohne Zweifel hatte er es mit einer ferngesteuerten Abwehrstellung zu tun. Jetzt wusste er, dass sein Team hereingelegt und in einen Hinterhalt gelockt worden war, während der Feind keinen einzigen Mann in Gefahr gebracht hatte. Die Kugeln prallten von den Ziegelwänden hinter und rechts von ihm zurück, und Webb spürte, dass ihn von allen Seiten Querschläger trafen wie Hagelkörner. Mindestens 1 Dutzend Mal streiften sie sein Kevlar, aber sie hatten bereits einen großen Teil ihrer Geschwindigkeit und Tödlichkeit verloren. Er drückte die ungeschützten Arme und Beine fest gegen den Asphalt. Webb schrie die Namen seiner Teamkameraden einen nach dem anderen. Keine Antwort, keine Bewegung, kein Stöhnen, kein Zucken. Das zeigte, dass da draußen noch irgendwo Leben war. Er spürte den leisen Griff der Pfeife.